Willkommen zurück bei Spot Realization, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, indem wir ein paar Blutmilben getötet haben. Und wir werden jetzt weitermachen, da wo wir aufgehört haben. Und wir gucken mal, ob wir jetzt hier den Drachen finden oder nicht. Ich weiß es nämlich tatsächlich nicht so wirklich. Hier sind ja irgendwie überall nur Blutmilben. Oder ob wir jetzt hier die Monstermilbe finden. Ich weiß es nicht. Sollte ich ein bisschen klar Schiff machen. Wenn jetzt hier wirklich ein Boss ist, dann sollten wir ein wenig Platz haben. Oder der ist hier oben auf dem Berg, der Boss oder sowas. Ne, da ist er. Fiese Blau. Da ist tatsächlich eine Monstermilbe. Level 14 ist natürlich sehr interessant. Theoretisch sollte die nicht so viel HP haben, aber dafür... Großangriff. Oha. Oh, es wird interessant. Achso, die ist gar nicht mehr mit dem Rücken zu mir, die ist jetzt vor mir. Und was kriege ich Schönes? Bitte was Gutes. Ein Katana. Klein ist nicht hier. Aber ich könnte Klein mal gegen Silica austauschen, tatsächlich. Wäre vielleicht tatsächlich mal eine Idee. Mach ich, glaube ich, das nächste Mal, wenn ich in der Stadt bin, verkaufe ich mal Silica. Das war nicht so. Nein, dann werde ich mal Silica tauschen gegen Klein. Mal gucken. Es wurde sich auch dafür interessiert, wie die Dialoge mit den Jungs aussehen, wie die so laufen. Ich hoffe, dass ich jetzt hier einen Teleporter finde, muss ich gestehen. Weil dann kann ich mich tatsächlich auch einfach mal in die Stadt gehen, meine ganzen Quests abgeben und gucken, ob ich neue Quests kriege. Und dann kann ich mir immer eben Klein holen. Oder kann ich die Gruppe hier... Ja, Event gescheitert, Spaßvogel. Ich weiß. Wer sich jetzt fragt, hey, was für ein Event? Das war das Event für... den komischen... Wie heißt er? Für dieses Skelett. Das war ein Skelett und das war böse. Das hat uns... Da hat meine drei... Mitstreiter mal wieder umgebracht gehabt. So, neues Gebiet und ich hoffe, wie gesagt, da jetzt direkt einen Teleportstand zu finden, dann hole ich mir mal eben Klein an Bord. Obwohl ich befürchte, dass Klein instant sterben wird, weil Klein ist wahrscheinlich nicht Level 13 wie Silica. Aber mit einem besseren Schwert, das sollte eigentlich irgendwie mal irgendwas bringen. Gucken wir mal, welches Level er jetzt gleich ist. Ich hoffe, ich kriege einen Teleporter. Bekomme ich. Ja, zurück zur Stadt. Wir tauschen mal Silica eben aus, weil die sowieso noch am Sterben. Gefühlt. Nein, ich habe nichts gegen Silica. Zumindest nichts Effektives. Nein, mein Scherz. Also ich habe wirklich nichts gegen Silica. Aber wir versuchen das jetzt mal... Gehen wir raus und gewinnen. Ja, bevor... Stopp. Nein, ich werde jetzt gerade mal kurz keine Liebesgespräche mit Asuna führen. Aber ich möchte meine Gruppe ändern. Ich möchte Silica gerne... Es klingt doof, aber raus haben. Der Kampf war knapp, schön. Der Kampf war knapp, wir haben es geschafft. Silica, raus. Bumm. Lisbeth, ruf mich an, Trottel. Lieferte der Abos, Trainer. Die sind super. Kleines Level 11. Ich nehme ich mit. Och Gottchen, es ist doch nicht euer Ernst. Robert. Walker. Ach du Scheiße. Ist der hier irgendwo? Oder kann ich die Quest auch einfach hier abgeben?
Ach, hier sind auf einmal die ganzen... Ich fühle mich hier überhaupt nicht mehr als verarscht. Ist doch nicht euer verkackter Ernst. Anscheinend kann ich die Quest auch hier abgeben, die ich bei Leuten angenommen habe. Ja, und schon kann ich ganz viele nicht abgeben, weil... Was ist das denn hier? Wie viele Quests kann ich annehmen? Ich tippe jetzt mal auf 20. Es ist erstmal nicht so schlimm, weil ich kann die Angriffsquest annehmen. Die Sammelquests hier sind ja nicht unbedingt Pflicht, weil sammeln tue ich die Sachen ja auch ohne. Ich nehme jetzt erstmal alle an, die ich sofort wieder abgeben kann. Ich mit ein bisschen Call. Und keine Erfahrungspunkte? Puh! Wir bekommen für ganz viele von den Sachen gar keine Erfahrungspunkte mehr. Sogar gar keine. Dann ist das ja auch vollkommen irrelevant. Naja. Also, ich kann mir jetzt mal einprägen für die Sammelquests. Bekomme ich nur Call. Ich bekomme punktum einfach keine Erfahrung. Für Monster Quest bekomme ich hier teilweise Erfahrung. Weil einige, ich glaube, für die, die neu sind, bekomme ich Erfahrung. Für die anderen scheinbar nicht. Für die kriege ich nur Call. Aber ich kriege natürlich, was klar ist, ich bekomme bei Leuten was Tolles hier. Also hier ist mittlerweile immer noch nur bekannt, aber so, wo ist Klein? Wo ist Klein? Wer ist Morin? Scheißegal. Wo ist Klein? Klein ist freundschaftlich. Ich befürchte, Freundschaft ist nicht genug, um ihn ein Katana zu geben. Ich befürchte, ich muss ihn eine Stufe höher bringen. Es kann sehr gut sein, dass ich Klein das Katana noch nicht geben kann. Es kann sogar sehr, sehr gut sein. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Auch wenn wir nochmal zurück müssen. Aber gucken wir mal, was Klein so kann. Klein, ich befürchte tatsächlich, ich kann dir nichts geben. Ach, ich kann dem das hier nicht geben. Naja. Ja. So, hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Super, toll. Regen. Strömender Regen. Da sehe ich ja richtig viel. So richtig überhaupt nichts, um ehrlich zu sein. Das Todesfledermäuse, ja, kann ich hiervon töten, dann kriege ich was. Also die Quests sind jetzt für mich gerade absolut, also die Nebenquests sind für mich absolut nichts, was jetzt zwangsläufig erledigt werden muss. Trotzdem werde ich natürlich nicht komplett ohne Gegner zu besiegen hier durchlaufen. Von denen haben wir zum Beispiel eine Quest, wo wir tatsächlich, glaube ich, sogar noch Erfahrungspunkte kriegen, weil sie neu ist. Keine Ahnung, wie ich das gerade gemacht habe. Irgendwas habe ich gerade getan. Achso. Achso, ich kann auch mit... ich habe gerade jemanden gelobt. Feurig. Feurig ist gut.
Doch, ich versuche jetzt mal ein bisschen ohne. So. Na voll. Nee. Alles gut. Alles gut. Kümmern wir uns mal um diese Smaragdmuster. Wenn ich wüsste, wo die Truhe ist, das weiß ich mich gerade interessanterweise nicht. Angreifen. Und da ist immer noch einer. Dankeschön. Einmal Turbo öffnen. Wir bekommen einen Goldanhänger, der, weiß ich nicht, ob der gut ist oder nicht. Wir werden es mal sehen. Ausrüstung, Anhänger haben wir einen mit rein. Der macht Widerstand von Blut und Paralyse zwar besser, aber Stärke ist natürlich besser als Vitalität, obwohl ja auch nicht mehr, immer, aber in meiner Ansicht gerade schon. Ich schlag lieber härter zu, als mir einstecken zu können, weil im Endeffekt sind es eh meine Kameraden, die am schnellsten sterben, nicht ich. Feurig. Feurig gut. So, ich habe uns keine Ahnung, wo ich hier gerade hingehe. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, wir sind erstmal gerade im Kreis gelaufen, glaube ich. So, mal ein wenig heilen. Neugier. Neugier ist doch, klingt doch auch super. Ah, von Feuer, von feurig auf Sorg. Dingens, auf sorgend. Warum machst du das, Asna? Oh, scheiße, falsche Taste. Nein. Dankeschön. Ja, jetzt habe ich euch beide hierher gelockt. Super. Genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Egal. Levelaufstieg von klein. Schön. Schön, schön. Tja. Es ist hier übrigens ziemlich dunkel, also wenn ihr glaubt, es wäre bei euch dunkler als bei mir, vermutlich nicht. Hauptsache, alle konnten ausweichen, außer meiner Wenigkeit. Danke. Schön, dass ihr meine Unfähigkeit unter Beweis stellt. Smart ist doch auch gut. Wortkarg. Nein. Neugier ist gut. Hier ist er. Sei mal neugierig. Ist gut. Gut für dich. Okay. Ja, wir sind weiterhin bezahmte Echsen. Wir sind weiterhin einfach nur dabei. Irgendwas zu tun hier. Feurig, sehr schön. Oh, da kommen wir schon in eine andere Gruppe. Ist aber eigentlich eher egal. Aber die kann sich gerne jetzt mit unseren bösen Fledermausen in Verbindung setzen. So, waren das alles? Waren alle. Perfekt. Sehr schön. Sorgen ist auch gut. Nehme ich einfach so hin. Wir können uns das natürlich auch nochmal angucken. V
Feurig ist ein bisschen größer geworden, oder? Was ist das hier? Schlag? Sperren. Wandelbarer Held. Hyperausrüstung. Schaden ignorieren, 30 Sekunden. Benutzt allgemein extrem wenig davon, kann das sein? Keine Ahnung. Was ist mit ihr? Sexy. Sexy! Die nennen die sexy. Aha. Obwohl ich so oft Meditant gemacht habe. Sie hier vollkommen auf. Okay. Okay, ich weiß noch nicht genau, was das bedeutet. Ich weiß es ernsthaft nicht. Ich weiß nicht, inwiefern sich das richtig auswirkt. Ich wollte aber gerade mal ganz kurz gucken, wie es bei mir aussieht. Wir sind bald dabei, den Quadratschlag zu meistern. Der nur einmal alle 5 Minuten eingesetzt werden kann, by the way. Was ich auch schon mal sehr interessant finde. Hier ist eine Truhe. Hä? Hier waren wir doch schon. Hä? Was? Wo bin ich? Hä? Wieso waren... Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Wo sind wir denn? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich tatsächlich verwirrt. Eigentlich? Hallöchen. Level 17. Was? Ich meine nicht, dass das jetzt das größte Problem wäre. Aber ich habe es trotzdem nicht erwartet. Level 19. Höhlenkönigsechse. Ja, geil, die fistet mich doch. Ich kann den Schwanz zuerst angreifen. Klingt super. Greif mir den Schwanz an. Ich hoffe, ich kann da nicht runterfallen. Sollte das passieren? Bin mir nicht so sicher. Halt euch bitte mal. Komm schon. Der ist viel höher als das Skelett eben, aber trotzdem läuft's. Scheiße, uns fehlt noch ein... Dankeschön. Bam! Das war mal erfolgreich. Ich muss gestehen. Nice. Achso, vielleicht sollte ich mich auch heilen. Ich bin positiv überrascht.
So, wohin kann ich jetzt hier? Wo ist meine Truhe? Da hinten ist jetzt noch ein Boss. Ich habe hier gerade kein Interesse daran, mich mit dem auch anzulegen. Vor allen Dingen ist es nicht... Wir waren ja schon... Ups, Entschuldigung. Ich wollte nicht mit dir reden. Also ja, gut, schön, dass ich mit dir geredet habe, aber... Es war eigentlich nicht meine Absicht, mit dir zu reden. Nein, ich wollte mich doch nur heilen. Dankeschön, ich wollte mich eigentlich nur heilen. Jetzt ist die Frage, wie ich jetzt hier... Hier ist jetzt irgendwo eine blaue Truhe, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich habe auch gerade wieder keinen... Dankeschön. Dussel will ich eigentlich nicht... Sie ist zwar... Schon wieder die Milben. Wir waren hier tatsächlich schon. Und dann wissen wir auch, dass da oben die Wespe ist. Ist da oben dann die Wespe? Hört sie an, killt sie. Und hier ist jetzt der Reinigungskristall. Ja. Wieso? Ich verstehe nichts mehr. Also, ich verstehe gerade ernsthaft nichts mehr. Ich weiß gerade nicht mehr. Also, wenn jetzt hier irgendwie die Wespe wohl. Nee, dann ist ja hier mein. Die Milbe. Die Milbe haben wir doch schon besiegt. Wolltest du mir jetzt erzählen, dass die Milbe jetzt nochmal da ist oder was? Hä? Die Milbe ist nochmal da? Dafür jetzt als Belohnung dann. Ich meine, die zu schlagen sollte halt jetzt wieder nicht das große Problem sein. Jedoch glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, nur einer zum Balken. Angriff. Irgendwer zermürbt die gerade richtig hart. Jetzt haben wir sie da oben hingekriegt. Das ist ja schön. Jo, ich häng irgendwo. Hauptsache, die versteckt sich hier oben. Wie geil ist das denn? Betäuben. Komm mal wieder runter mit dir. Die Boden der Tatsachen. Gut. Ja, wir bekommen sogar das gleiche Schwert nochmal. Also, das hat jetzt irgendwie nichts gebracht. Eigentlich hatte ich gedacht, wir sind in das richtige Gebiet gereist. Aber irgendwie... Bin ich jetzt noch verwirrter als vorher. Also jetzt bin ich wirklich verwirrt. Oder war das jetzt der Drache, den wir besiegen mussten? Suche die Materialien für das Schießpulver. Gut.
Ich dachte auch eigentlich, mich hierhin teleportiert zu haben. Hätten, also. Ich bin verwirrt. Ich habe mich doch von... Wenn ich jetzt hier weitergehe, da habe ich mich doch wegteleportiert. Und ich dachte eigentlich, ich hätte mich auch genau da wieder hin teleportiert. Habe ich nicht. Ich habe mich doch dahin teleportiert, wo angeblich die Quest ist, oder nicht? Das würde aber dann bedeuten, dass ich hier falsch bin. Ich bin verwirrt. Ja, ist korrekt. Hier habe ich mich wegteleportiert. Dankeschön. Das ist korrekt. Ich hab, bin nicht dumm. Also nicht komplett dumm. Hoppala, ich wollte nicht, dass ihr euch heilt. Ich sollte mal anfangen zu visieren hier. Welches Level sind die? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich habe schon wieder nicht drauf geachtet. Das finde ich gut. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Level 10. Warum kommt mir das jetzt hier alles bekannt vor? Ja, doch, klar. Das kommt mir unglaublich bekannt vor. Wo sind wir? Das ist aber ein neues Gebiet. Ich kenne das Gebiet nicht. Na gut. Ja, ich weiß wie gesagt nicht, ob wir hier richtig sind. Also hier scheint weder der Drache zu sein. Noch sonst irgendwer, oder was? Also scheine ich hier tatsächlich falsch zu sein, sowohl für das Kraut. Herdenbüffel. Ich glaube, die gezähmten Büffel muss ich noch töten, wenn ich nicht. Hier. Switch. Ich mache jetzt noch die Quest. Also die. Naja, die blaue Truhe und die das. Der Baum ist nicht der richtige. Irgendwas ist hier ein Event. Das Event wollte ich gerade noch kurz machen. Das sind große Krabben. In 19 Minuten, das kriegen wir locker hin. Ich wollte eigentlich gerade gar nicht die Büffel töten. Ich hatte mich gerade noch auf die Krabben abgesehen. Ich wollte die große Krabbe haben, bitte. Nein, nicht die Graskrabbe. Was haben wir da? Ich wollte die Krabbe haben. Was reicht denn hier? Also, irgendwie verfällt das hier gerade ein bisschen hektisch. Vollkommen unnötig vor allen Dingen. Wer will gerade... Wow. Ich habe keine Ahnung, was wir hier gerade tun, aber es ist auf jeden Fall nicht so schlau. Ja, ich krieg Erzen 100 EP, wow. Ich wollte doch nur heilen. So, die blaue Truhe mache ich noch und dann werde ich wieder den Part cutten. Ich weiß gerade echt nicht, was ich hier gerade tue.
Ich möchte eigentlich einfach nur. Es ist unglaublich schwer, in der Hauptstory voranzukommen, habe ich irgendwie das Gefühl. Kräppchens. Feurig. Gute Arbeit. Oh, Klein hat ein Level ab. Hauptsache Klein ist jetzt auf dem gleichen Level wie Asna und. Das ist ein bisschen verwunderlich, weil er eigentlich drei Level unter ihm oder zwei Level unter ihm war. Da kann ich schlecht Nein sagen. Es ist hier wirklich gegen fast alles Widerstände. Also das kann ich echt schlecht Nein sagen. Ist nicht so einfach möglich, dort Nein zu sagen. Ich möchte jetzt hier eigentlich nicht weitergehen, weil es mich ja scheinbar überhaupt nichts bringt. Also scheinbar bringt mir das jetzt tatsächlich überhaupt nichts. Ist jetzt irgendwo einer jemand gestorben? Ich würde euch ja gerne helfen. Oh Gott. Ich helfe euch mal eben. So, gern geschehen. Gut, bedankt euch halt nicht. Kommen mit Sicherheit eh wieder irgendwelche Freundschaftsanfragen von euch. Also, ich bin hier scheinbar falsch. Mhm. Das muss mir mal jemand erklären. Ich komme einfach nicht weiter nach. Okay. Gehen wir raus. Mhm. Ich habe hier wieder Quests fertig. Ich habe immerhin keine. So, Weltkarte. So, Moment, hier. Seid ihr gerade böse? Bestienjäger? Die Fährtensuche? Eifender Drache! Da ist der Ölknochen-Draufgänger. Die Höhlenexenkönig haben wir besiegt. Fiesebro haben wir auch besiegt. Beseitige die Assassinen. Und was ist das hier? Dunkelheitsjägerkommandant. Also ich glaube, wir müssen hier den Drachen besiegen. Level 8. Eifender Drachen. Also, das... Ich weiß nicht, also ansonsten verstehe ich nicht ganz. Er hat ganz eindeutig Drachenklaue gesagt. Und hier ist ein Level 8er Drache irgendwo. Ist natürlich die Frage, wo? Ich nehme an, an einem der drei Punkte da unten. Aber wir werden uns da beim nächsten Part mal auf den Weg hin machen. Bis dahin, viel Spaß mit Videos, euer Hedi.